Einen wunderschönen Tag, meine Freunde, der Kinderwagen, die Treppe runter, Auffänger. Heute gibt's wieder News, weil Daniel ist auch wieder voll im Start. Ich hab verpennt und bin verpeilt und Gruß in die Runde. So, jetzt alles vorweg, wundert euch nicht. Grüß dich, Maniel. Servus, grüezi und hallo. Und die habe ich gerade schon vorweggenommen. Ich bin heute Morgen mit der größten Euphorie des Vaters aufgestanden. Oh, alles Gute. Und war erstmal krass pumpen. Nee, des Vaters vor dem Herrn, Alter. Ah, Hammer auch. Wir haben auch gerade den Vater vor dem Herrn. Wollen wir das erstmal abspielen oder wisst ihr, dass das Wort jetzt reinpassen? Ja, dann spiel's ab. Na gut, komm, wir spielen es einfach mal ab. Hier. Der Vater vor dem Herrn. Live. Köln, Dr. Rainer Maria Wölki. Glauben Sie an Wunder? Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft habe. Ja, in der Kirche. Da habe ich gleich, das gefällt dir doch. So. Ein Bekannter von mir, der hat mal eine gebumst, die ist auch Wölki. Und dann immer, wenn er von der kam, meinte er, war auf Wölki 7 und das war richtig geil. Oh Gott, gab's nicht die Wölkis? Nee, Wölnis. Wölnis gab's da auch. War es nicht auch so eine siebenköpfige Assi-Familie, gute erzogene Familie, meinte ich. Ich meine, das war, also Hauptmerkmal bei dem war voluminös. Aber, so viel, also du bist ja neben der Wand und ich ebenso. Ja, auch total heute auch, richtig. Richtig krass an rausbumpen hat da, also ohne Scheiß. Der ein oder andere wäre verdammt stolz auf mich gewesen, wenn er das gesehen hätte. Manuel Neuer. Der Trizeps war auf dem Pump und hast du nicht gesehen. Und dann ist ein bisschen die Euphorie abgeflacht, weil wir haben ja noch früher Morgen und ist auch nicht meine Zeit. Ich bin ja so einer, der abends geht und mit den ganzen Asozialen da back on track. Ja, da fühlst du dich auch wohl. Ja, Mann. Das ist wirklich so. Wenn man mich so live sieht, würde man denken, so der kleine Schwiegersohn, der keiner sein will. Aber ja. Eigentlich bin ich das asozialste Stück Scheiße auf dieser verfickten Welt und ich bin auch verdammt stolz darauf. Aber nichtsdestotrotz muss ich dir sagen, ich habe heute immens Bock, mit dir Scheiße zu labern. Warum? Ich bin raus. Ich habe keinen Bock auf eine seriöse Scheißshow. Heute wird ein bisschen rotzig. Gut, warte, pass auf, ich habe heute, rein zufällig habe ich jetzt hier noch ein behindertes Ding da. Komm, wir hauen noch eins raus und danach, gucken wir mal, ob wir heute was noch machen. Ansonsten scheidet ab, Leute, heute wird's anders. Komm, hier. Mädels, Achtung, wenn das Jungs machen, dann stehen sie auf euch. Er umarmt dich von hinten. Was ist cringe? Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn. Was ist cringe? Er sagt immer, wenn du traurig bist, du bist das schönste Mädchen der Welt. Mädels. Oh mein Gott. Was ist denn noch? What the fuck, Alter? Ja, ich habe hier so einen Kanal gefunden, Cringe. Cringe Tagram German. Also hat mir Rodrigo wieder zugeschickt. Natürlich, sowas finde ich selber nicht, das findet nur Rodrigo. Ja, also den Kanal, da ist echt, willst du noch eins sehen? Wollen wir noch was gucken, was man... Nein, das ist der Algorithmus, ohne Scheiß. Ja, wenn guck mal, was das für Verrückte. Wenn du auf dir so ein Pickel-Ausdruck-Video anguckst, ist wirklich wurde mir auch geschickt, habe ich gleich abgelehnt. Hier sind schon ganz schön... Ich irgendwie tendiere ich zu dem Fußball-Dings aus der Türkei oder was das ist. Aber der Typ, der könnte sich auf jeden Fall nennen, Jungfrau gibt Fick-Tipps. Geil. Ja, ich bin gerade schockiert. Ach, komm. So. Also du willst heute unseriös sein, also wie immer, unvorbereitet. Also es ist ja nichts Neues. Oh, harte Worte. harte, wahre Worte. Aber ich bin jetzt echt, damit kommst du mir heute, wo ich so verpeilt bin. Alter, das ist ja, oder ich trinke mal einen Schluck. Das ist mir heute aufgefallen, bevor ich den ersten Curl geschoben habe. Ja? Aber ich habe mir noch extra Mühe gegeben, noch irgendwas vorgestern noch rauszuschneiden, was total schön ist, was total schön ist. Meine Güte, heute ist echt, ja, komm. Hast du die Alm geschaut? Ich habe ein Stück geschaut von Matze. Ich habe durchgesäppt und habe dann so lange laufen lassen, bis ich das erste Mal Matze gesehen habe, weil ich dachte, der wäre rausgewählt. Da ich war nur Matze da. Leute rauswählen kann. Keine Ahnung. Ich habe gesehen, die erste halbe bis Stunde war fast nur Matze Sendezeit. Echt? Ja, die haben fast nur Matze. Matze war auch, glaube ich, der erste oder der zweite, der da in dieses Haus eingezogen mit ist. Mit den ganzen Schweinchen und Hühnchen und Kühen. Und dann kamen dann solche typischen Stereotypen von The Bachelor, The Bachelor. Ich sag mal Bachelor, weil das echt Spasten sind. Das hört sich auch richtig spastisch an. Und dann solche, ey, ja, yeah, ich hab Bumsen und so, das ist kein Problem.
So denke ich mir, hä, was? Was sind das für Leute? Und dann siehst du, okay, 20-Jährige, irgendwas, die jetzt, eine war noch, ich bin Instagrammerin vom Beruf oder Influencerin, dann dachte ich mir, oh mein Gott, wer soll mein Geld verdienen für die Rente? Wer soll uns, oh mein Gott, Leute, schlagt eure Kinder, wenn sie sowas machen. Also da ist es berechtigt, wenn man sie schlägt, oder? Wenn sie sowas werden? Ja, ich habe das nur so weit gesehen, dass die irgendwie gesagt haben, du kriegst pro Verstoß 500 Euro Abzug. Und dann siehst du die ganze Zeit diese asozialen Menschen, die sich nicht an die billigsten Regeln halten können, Alter. Ja, und dann ging es halt auch so, du darfst nicht im Stroh, also im Stroh schlafe ich nicht, ich habe eine Allergie, da gehe ich da auch nicht hin. Oh, dann haben sie so ein komisches Spiel gespielt, wie hieß das hier mit, wo du 9 Stühle hast und 10 Leute laufen drumherum und müssen sich drauf sitzen. Das haben sie bloß mit Scheiße und Jauche und so gespielt und mit normalen Becken, wo sie reinspringen. Mats ist halt direkt rausgeflogen und dachte ich mir, Scheiße, ich hab schon wieder keinen Bock. Und Vivian Wix war auch da, Schmidt war auch dabei. Vivian Wix? Ja, die war auch dabei. Die war echt, da haben sie so Nostalgiebilder gezeigt, da dachte ich mir, irgendwie kommen jetzt Erinnerungen hoch und warum habe ich steife Nippel und einen harten? Und da habe ich mich dran erinnert, ich war ja China White Fan, so, deswegen. Also trotzdem so Nostalgie zurückgeholt in die 90er Jahre Videokassetten. Weißt du? Kann ich mal dein Videoplayer ausleihen? Ah, scheiße, die Videokassette ist kaputt. Oh, die müssen wir unbedingt fixen. Ja, los, lass. Oder mit diesen, ich hatte mal einen Walkman früher gehabt, da konntest du noch nicht zurückspulen. Das war so ein ganz altes Ding. Und da musstest du halt immer mit einem Stift und, oder da war die Rückspulfunktion kaputt. Und da hast du die ganze Zeit so eingewedelt hier, mit der Kassette, weißt du? Und dass du zurückgespult hast oder hast du dir da deine Tapes aufgenommen. Und manchmal hast du dann im Hintergrund noch gehört, weil, wenn irgendwelche Streitgespräche von Nachbarn oder von deiner Familie drauf waren, der Nachbar von unten wieder mit dem Besen und mit dem Rasenmäher durch deine Wohnung gefahren ist, ja, da dachte ich mir, ey, das ist Nostalgie pur und daran hat mich Vivian gestern geholt. So, ja. Aber krass, du hast mich jetzt daran erinnert, warum ich so ein verkorkster Scheißwichser bin. Ich hatte nämlich damals in meiner Schulzeit einen Kumpel, der war ein bisschen krank. Und der hatte so richtige Hardcore-Streifen. Also ich möchte heute behaupten, wenn du so einem 13-Jährigen so einen verfickten Hardcore-Porno zeigst, aus dem kann echt nicht viel werden. Ja, der kennt den ja schon. Da kennt er schon den dritten Teil, weißt du? Ja, besonders du gehst halt dann auch mit einer völlig falschen Einstellung rein, ne? Ja, du wirst ja dann auch so ein Ficker, du wirst ja dann auch so ein Ficker werden. Ja, du machst da Stellung und brichst dir dann den Penis. Das hat er wahrscheinlich, wahrscheinlich Dieter Bohlen auch früher gemacht. Oh. Hast du dich verschluckt am Schwanz? Nee, ich habe die Tage sogar Modern Talking beim Sport gehört. Oh, ich hasse dich. Ich gucke jetzt, was ich warte, ich muss das drücken. Du bist ein Schwanz, ja? Du bist einfach nur ein Schwanz. Du bist einfach nur ein Schwanz mit so einem kleinen Penis, der die ganze Scheiße labert und ultra komplex hat. So, war ein langes Meme. Gefällt mir. Ja, Dieter und Modern. So, komm, aber ich glaube, unsere Zuschauer sind schon wieder zu alt, um das zu kennen. Warte, wir nehmen jetzt hier 8 Minuten auf. Gib mir noch eine Minute. Ich war die Woche im FitX. Du ja noch nicht, ne? Nein, ich will heute unbedingt Hulus hascheln, aber ich weiß nicht. Ich bin zurzeit eigentlich hin und her gerissen, da ich noch verschlafen bin. Also, ihr kennt mich ja als wirklich ein arrogantes Stück Scheiße, ne? Und es soll jetzt auch wirklich nicht so rüberkommen. Doch, kommt's immer. Ich war da zweimal trainieren bis dato. Auf einer Seite habe ich mich gefühlt wie so ein kleines schüchternes Stück Scheiße, der zum ersten Mal in so einer Einrichtung ist, weil ich mit dieser Maske, ich war so herbe verwirrt, ne? Manche Leute sind da mit Maske rumgelaufen, manche ohne, manche hatten die Maske so schwul auf. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, mein Handtuch so ein bisschen halb bedeckt vor dem Gesicht zu halten, wenn ich da langgelaufen bin, dass mich keiner anscheißen kann. Okay. Alle Leute, die ich früher kannte, manche habe ich ja sogar gemocht, so, ne, wegen ein bisschen Austauschen, so, boah, du hebst aber viel, dies, das. Und jetzt war keiner mehr von denen da, es waren nur neue Leute und durch die Bank weg untrainierte Leute. Ist doch gut. Also, sah wirklich so aus, als wäre ich der Messias von dem Herrn und wer mich hier schon mal live gesehen hat, weiß, ich bin eine Bodenstange. Ah, Quatsch. Alter, das war so krass. Ich schreibe mal in die Kommentare, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, dass einfach der zweite Lockdown der ultimative Katabolismus war und einfach jede Muskelfaser in die Knie gefickt hat. Da ich ja nur im Ladies-Gym unterwegs bin, bin ich immer die Heftigste. Außer montags, da ist Mandy da, die ist fett. Ja, da bin ich nicht die Heftigste, aber so, ja. Ja. Also schreib's mal rein. Bis ich wieder ja? Bis ich wieder das Nötigste. Oh, fuck.
das nötigste Selbstbewusstsein habe, um dann nackig duschen zu gehen, dann rasiere ich echt, wieder und kann mir Stoff. Dann rasiere ich mich endlich mal wieder. Nackt in der Dusche. Ey, das war wirklich so, wenn ich da zurück den Tag zwei duschen war, dann kamen immer die ganzen kleinen Spinner zu mir an und meinten, was ist denn dein Stack? Wie lang ist denn dein Schwanz? Was? Ja, die können sich einfach nicht vorstellen, dass du auch ein KFA von 10 bis 12 haben kannst ohne Steroide. Ja. Ja, oh, ja, nee, ich, nein, die meisten denken, glaube ich, das ist doch normal, so ein KFA zu haben. Also, ohne Steroide. Findest du nicht? Nee. Also, sind doch alle natural. In dem Felix, wo ich unterwegs bin, also da kenne ich die Stoffrad tatsächlich nicht, aber in diesem Privatgym, wo ich unterwegs bin, also ich bin ja in zwei Privatgyms, ich bin einmal in diesem ganz privaten und einmal in diesem medium privaten. Und diesen Swingerclub? In diesem medium privaten, da ballert über die Hälfte. Ja, und das würde wirklich keiner erwarten. Ja, ist normal. Voll normal. Aber da muss ich auch mal wieder gucken. Voll normal. Und wisst ihr, worauf ich übelst zur Zeit übel Bock habe? Mir mal Hotshots wieder anzugucken. Solche ganz alten Kackfilme. Ah, legendär. Ich habe vor kurzem Manta Manta geguckt. Und ich muss sagen, das ist nicht so meins. Ja, ich bin jetzt so wie du geworden, Alter. So lustig. Qualität und sowas fickt mich dann voll ab. Ah, humorvoll. Nee, das habe ich nicht. Komm, wir lassen jetzt mal den Matze-Trailer. Heute wird die Show versumpft. Ist mir egal, wir können auch mal eine schöne versumpfte Sau machen. Warte, ich habe jetzt hier schon 7-mal gegähnt. Das wird auf jeden Fall Zeit für ein bisschen Geschmack und Werbung. Wir haben hier ein Monster Energy Zero Zucker im Blau. Ich hab's im Weiß. Grüße gehen raus an Pascal Su. Er hat mir zugestimmt, dass der geilste Geschmack dieser Welt ist. Prost. Oh Gott, passt. Und Grüße gehen raus an meinen zukünftigen Zahnarzt. Ich war heute so verpeilt, dass ich vergessen habe, ich wollte ja was vorbereiten. Dann muss ich es dann nochmal für die nächste Show dann machen. Ah, tut mir leid. Es geht nämlich auch um Zero Zucker und diese Energy-Getränke. Egal. Komm, mittlerweile habe ich so einen hohen Konsum, dass ich einschätzen kann, dass es, glaube ich, nicht so gut ist. Wie viel Koffein hast du am Tag? Ist schon mal interessant zu hören. Ach, hat mir schon mal gefragt hier. Und dann habe ich du gesagt, wusstest nicht. Irgendwas zwischen 500 und 1 Gramm. Was? Verdammt, da wirken dann die Booster überhaupt noch? Manchmal nicht. Manchmal nehme ich mir auch das Doppelte und merke, dass es nur dünn rauskommt. Aber das ist halt so normal. Das ist halt Booster-Schiss. Ist halt. Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, dass das nicht gut für mich ist. Aber wenn ich dann jetzt gucke, so Pascal sagt auch ganz gerne mal in so einem Instagram-Video, dass er sich zwei Monster reinfährt oder so ein Scheiße. Und dann hast du ja schon einen recht moderaten Anteil. Dann knallst du noch einen Booster rein, dann knallst du noch mal zwei, drei Tassen Kaffee rein. Ja, und wenn du richtig auf der Kacke haust, hast du dann noch irgendwie so einen Getränkesirup, der ich kann dir sagen, dass in diesem Monsterzeug minderwertiges Koffein drin ist. Das merkst du auch. Ich kann von den Dingern drei saufen und merke nichts. Und dann nehme ich einen Booster, einen Shelter oder einen Kickdown und dann knallst. 100%, da ist minderwertige Wurstsuppe drin, in der Linsensuppe. Dann kommt ja auch noch dazu, wenn du so Cola säufst und so, was ich auch viel mache. Aber auf so einer Cola steht, glaube ich, gar nicht drauf, wie viel Aromakoffein. Ja, da war ja früher auch mal ohne Scheiß Kuckerblatt, auch war auch drin, bis zu so viel Prozent. Also es stimmt wirklich mit Koks und Coca-Cola verneint das noch, aber das ist wirklich wahr gewesen. Die Schweine. Ich habe in den vergangenen 3 Wochen 2 Leute unabhängig voneinander kennengelernt, beziehungsweise besprochen. Ich will die eigentlich nicht kennenlernen. Die Cola Zero jetzt verneinen, weil die neue Formel ihnen angeblich nicht schmecken würde. Hast du schon mal erzählt gehabt, glaube ich. Ja? Ey, wie kann man so blöd sein, Alter? Und die dann Zucker jetzt auf Zucker zurückzuführen. Ja. Ja, natürlich. Ja. Ja, mach. Da würde ich lieber Nazi werden, bevor ich sowas mache. Ah ja, das Problem ist, die Leute, die dich kennen, wissen ja, du bist ja einer. Nee, hör auf, im Internet zu lügen. Hör auf damit. Erzähl bitte die Wahrheit. Sowas macht man hier nicht. Sag doch, wo du dein Kreuz setzt. Einmal auf den Döner. Schaff Sauce. Reingespuckt. Komm, ein bisschen Fitness müssen wir schon machen. Wir lassen jetzt mach Fitness. Ich bin jetzt hier Monster-Suppe und ich bin gleich voll down. Ja, ich bin auch voll down. So, komm, wir lassen mal die Alm hier, den kurzen Trailer, der auf eigentlich heißt der Instagram, heißt der The Cram. Für die großen, also Infizierten. The Cram. Das hört sich schon mal ein bisschen so wie so eine Oscar-Verleihung an. Und wir hören es oft von The Cram. Jetzt wollte ich Matthias Botthoff sagen. Wie bin ich denn dahin jetzt gekommen? Okay, wir spielen einfach ab. Yo, ich war schon Klomann, Putzmann, Türsteher, Bauarbeiter. Und jetzt werde ich noch Almkönig. Drückt mir die Daumen. Schubidubi, peace. Yo, mein neues Krafttraining, Holzhacken,
und Butterstampfen. Schubidubi. Ich muss sagen, die erste Stunde war schon lustig mit ihm, wenn er so ein bisschen so rumgematzt hat. Fand ich. Was ist denn mit Schubidubi? Schubidubi ist, halt wie so, keine Ahnung, hast du irgendein Wort, was du immer sagst am Ende? Fotze. Ja, das ist Schubidubi, ist, ja, ist dein Fotze. Ich weiß nicht, ja. Gefällt mir. So, ich hab ein Video zusammengeschnitten, Nahrungsergänzungsmittel, wie man die leicht in den Einzelhandel bringen kann und in der Apotheke verkaufen kann. Das ist eigentlich sehr interessant, das Video. Das ist alles, ich weiß nicht, das wird uns jetzt die ganze Stimmung versauen. Wollen wir es weiter nach hinten packen und mal gucken, ob wir dann Bock drauf haben? Willst du das Hurensohn-Whey in Apotheken verkaufen? HRN, SHN? Nein, du hast ja so und so viele Rohstoffe, die du frei verwenden kannst und dann anmixen kannst. Und da gibt's halt 2-3 Pflanzen, die eigentlich nicht so legal sind und die haben den Selbsttest gemacht, ob sie die Scheiße anmelden können. Sehr interessant, wie sie es machen. Ja, und ich will nicht spoilern. Ich meine, wir können da natürlich auch nochmal irgendeine Scheiße. Oh nee, das ist keine Scheiße. Wir gucken mal. Ich habe hier natürlich nichts verkauft. Komm, wir nehmen wir nochmal Matze mit rein, da wir ja eben mit Matze reden und danach machen wir dieses Thema, oder? Ja. Weil Matze war nämlich bei Hey Aaron, falls ihr nicht wisst, wer das ist. Der Aaron, der war früher mal bei Wer wird Millionär und Big Brother. Und bei Wer wird Millionär ist er auch, ich glaube, 13 oder 14. Frage gekommen. Also kein dummes Köpfchen. Da habe ich auch früher geschaut, der hat aber so nicht so Pranks gemacht. Der ist halt rumgelaufen, hat halt so Pornostars interviewt, hat halt ein bisschen Blödsinn gemacht, so eine Art auf Oliver Pocher. Bloß lustiger, würde ich jetzt behaupten. Und dann habe ich auch früher viel geschaut und dann habe ich aufgehört, habe ich ihn deabonniert, weil er dann auf einmal für Nahrungsergänzungsmittel ein Diätprodukt reingehalten hat, was der absolute Bullshit war. Seitdem denke ich mir, du bist so ein richtiger, Aaron halt. Deswegen kann ich ihn auch nicht mehr schauen. Und das ist der Kollege von dem Marvin, der das aufgedeckt hatte mit diesem Pipi-Kaka-Siedöl. Also der es überall hingeschickt hat. Der die Leute da verarscht hat, weißt du? Ja. Und wer ist jetzt da? Der Matze ist jetzt in ihrer Show. Wird übrigens neben Markus Lanz aufgezeichnet. Ich weiß nicht, warum ich mir die Scheiße merke. Es tut mir leid. Das sind so sinnlose Informationen. Wie euer Scheißleben, was ihr gerade hier vor dem TV habt. So, sonst würdet ihr uns ja nicht schauen. Und da war auch der Ron mit dabei. Der Ron? Kennst du Ronald? Hm. Ja, komm, wir lassen mal laufen. Und auf jeden Fall war übel geil, weil Matze hat Hunger. Und ihr seht gleich, was passiert. Ja, eigentlich? Nee. Hi. Ja, hi. Freu mich. Da war er mal. Komm. Ich bin noch nicht in der Diät. Nee, das nächste, Alter. Du kannst doch nicht alles aufessen hier. Doch, ich nehme mal noch rum. Das Hähnchen hat gut geschmeckt. Blau. Wollen die anderen auch noch was? Das ist gleich weg. Das ist so geil. Nehme ich nochmal Hähnchen. Ich hab ja erst gegessen. Guck mal hier, eine Mozzarella und Tomate. Sechs gegessen. Nein, danke, Pauschen. Schöner Verarschung. Noch eins genommen? Danke. Ich weiß nicht, wie viel er gegessen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. 8, 9, keine Ahnung. Bei 6 war er bei der Hälfte irgendwie. Da hat er nochmal 2 reingelangt. Ich konnte es nicht. Ich könnte es mal drunter schreiben, falls ihr mitgezählt habt. Vielleicht ist es auch gut geschnitten und es war die ganze Zeit nur 1 oder 2. Gibt's ja auch. Ja, Matze hat schon. Auf jeden Fall gönne ich ihm diesen Bulettenerfolg, dass er so viel essen kann. Ist doch geil, kommst du irgendwo hin, kriegst dann. Oh, geil. Mann, hier so weit müssen wir auch kommen. Und wenn es so eine. Pass auf, bei uns ist es dann aber so, sie stellen uns dann extra Zuckergetränke dann hin, weißt du? Die Scheiße sauf ich nicht. Okay, du bist Jude, du sollst trotzdem. Naja, wenn es kostenlos ist, muss ja auch getrunken werden. Ach, so schön. Ich überlege gerade, zu welchem Thema wir wechseln. Wir haben Nahrungsergänzungsmittel versprochen. Ich habe mir extra ein bisschen Mühe gemacht. Ich habe es sogar zusammengeschnitten. Willst du noch was sagen zum Bulettenmann, Matze? Ja, eigentlich macht das ja komplett richtig, ne? Ja. Nimmt alles jetzt mit, was es gibt. Und auch die Alm. So. Warst du zu Ende mit deinem Satz? Ja, ich warte auf das Thema, wo man richtig abrotzen kann. Ah, wir können, pass auf, ich kann dir, vielleicht kann ich dir schon mal vorspoilern, dass du nass wirst. Ich hab hier
Ich habe Eike Wimke mit drin. Alles klar. Alles klar, vielen Dank. wir sind verbunden im Kopf, im Geiste. Ich wusste, dass der Mensch für dich was Besonderes ist. Erzähle ich gleich, dass du dumm bist. So heftig dumm war. Willst du es einfach erzählen? Aber bitte, er erzählt aber auch, dass er jetzt ohne Lustigkeit, also was schlecht zu machen, dass er einen Freund verloren hat in seinem Leben. Also. Ich habe das Video von dem natürlich nicht geguckt, aus Gefahr sauer zu werden, und ich bin jetzt wie heißt das, optimistisch? Warte, komm, dann nimm es auch vor. Und dann hat Gannikus einen Beitrag dazu gemacht, und die haben kurz geschrieben, so ein Zweizeiler, Marcel von Gannikus. Wer? Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie die heißen, Mann. Ich weiß auch nicht, wen du meinst. Danny the Creek und Marcellikus oder so. Wer? Keine Ahnung, mach einfach. So einen Zweizeiler hingeschrieben und haben dann gesagt, hier, der Eike Miemken ist wieder dabei und hat jetzt ein kleines Indoor-Gym und ist katabol gegangen, und aufgrund von seinem Freund, der da verstorben ist, und seine Freundin, die anscheinend Depressions hat. Ja, das stimmt sogar. Ja, und dann habe ich da nur kurz reingesetzt, wie er sein Home-Gym vorstellt. Ja, was soll ich dir jetzt so sagen, Alter? Ich bin in der gleichen Lage gewesen wie der Alke Miemken. Weißt, ich habe auch sehr viele gute Freunde verloren, weil ich sie hasse. Was? Okay, okay. Und habe eigene Depressionen, mit denen man sich befassen muss. Und ich liebe aber diesen Sport so sehr, dass ich mir halt eine Möglichkeit gesucht habe, weiterhin diesen Sport auszuüben, mein Hobby zu frönen, weiterhin stabil unterwegs zu sein, mir nicht die Blöße zu geben, ein Lappen zu sein. Mhm. Und ohne dafür 2.500 Euro für ein minderwertiges Sportequipment in meinem Kleiderschrank auszugeben. Ja. Hat doch der Heiko gesagt. Ja? Prioritätensetzung ist das, glaube ich. Ja, aber das Video geht ja eigentlich jetzt wirklich am Anfang wegen sein Kumpel umgezogen, Stress gehabt, sein Kumpel verloren, seine Freundin, Frau, weiß ich nicht, ob die verheiratet sind oder so, Depression erkrankt sind, ja. Darum geht das hin. Sagt er, warum die an Depression erkrankt ist? Warte, ich hab doch hier alles. Ja, irgendwann kam halt auch noch dazu, dass bei Wenke Hochsensibilität diagnostiziert wurde. Für alle, die es nicht wissen, googelt es am besten mal bitte, weil es ist ein bisschen schwierig, das alles so zu erklären. Und ja, nachdem das diagnostiziert wurde, hat sich dann unser Leben auch ein bisschen geändert, Wenkes Leben ein bisschen geändert, unsere Beziehung hat sich ein bisschen geändert, weil auch nicht nur sie musste sich jetzt wieder neu kennenlernen und musste sehen, wie sie mit dieser Hochsensibilität umgeht, aber nicht nur sie, sondern ich auch. Denn gerade ich als der Mensch, der ihr am nächsten ist, muss natürlich auch lernen, damit umzugehen. Und gerade in der Anfangsphase, wo sie ihre ersten Therapiestunden hatte, war es für mich natürlich auch nicht einfach. Ja, so. Der Niklas Hauger hat die gleiche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Frau? Erkrankung. Hat die gleiche Frau? Nee, dieses Hochsensible da. Und also ich will das auf keinen Fall kleinreden. Ich erkenne diese Erkrankung komplett an. Aber ich bin der Meinung, dass man aus dieser Not tatsächlich eine Tugend machen kann. Insoweit, dass man ja Eindrücke anders filtert. Und wenn du lernst, damit umzugehen, also das ist nach dem Motto wie dieses ADHS so, du kannst damit halt total versumpfen, aber kannst auch richtig krass den, wie heißt der nochmal hier? Ja, den Whittaker Apple Man da machen und einfach durchziehen. Aber das ist halt immer diese Ansichtssache, ne? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Krankheit, oh Alter, das ist ein schlimmes Wort, so Krankheit. Ist es ja auch. Dass diese Veranlagung, die auf jeden Fall ganz gut tun könnte, und ich sag mal, insofern, was sie sich jetzt aufgebaut hat, sie ist hier, glaube ich, schon seit 10 Jahren in diesem Fitnessgame drin und so, die sieht ja auch nicht gerade schlecht aus. Kann die das ja nicht so krass negativ beeinflusst haben. Ja, ist aber was anderes, eine Ausstrahlung auf Insta, auf The Gram zu haben oder auf YouTube im Social Netz, als wenn du dann zu Hause da sitzt und denkst dir, es war ja mit Kurt Krömer auch so. Der war auch übrigens die Woche bei Da Kepekus auf ARD und haben die auch nochmal kurz über diese Depri-Sachen geredet, und da hat er sich nochmal drüber lustig gemacht, dass er eine halbe Stunde sich einfach wieder selbst gefeiert hat, weil er einfach nicht von der Bühne runter wollte, weil er wusste, er fällt jetzt wieder in dieses Loch rein. Deswegen. Ist halt schwierig. Ich kenne einen guten Bekannten, der ist, man würde im Ruhrpott sagen, Malocher vor dem Herrn.
Das ist wirklich so einer, der morgens um 5 Uhr aufsteht, knallt den ganzen Tag durch bis abends um 11, besäuft sich dann noch mit einer Kiste Bier bis um 12 und steht dann morgen wahrscheinlich um 4 Uhr auf und knallt wieder durch. Ah. Der hat einen Haufen Moos mit der Einstellung verdient und hat eine richtig geile Firma hochgezogen. Aber war es unglücklich? Er ist in ein Loch gefallen, konnte 2 Wochen nicht aus dem Bett. Dann kam der erste Klinikaufenthalt. Natürlich kann man sich vorstellen, wenn man eine Firma am Laufen hat und hat so einen Klinikaufenthalt, dann ist das schwer, da wieder dran anzuknüpfen. Kurz darauf, wo alle gesagt haben, er hat sich wieder gefangen, war er wieder weg von der Bildfläche. Und jetzt ist das einfach nur noch ein großer Kampf um die Existenz. Und der es am wenigsten begreift, ist er selber. Und das ist aber sowas, wo man dann sagt, alles klar, man kann es irgendwo nachvollziehen. Auf einer Seite sagt man, krass, wie kann denn so einer, der die ganze Zeit auf 100% gelaufen ist, auf einmal so ins Leben reinscheißen? Und auf der anderen Seite bist du einfach nur tatsächlich so ein Burnout. Also ich denke nicht mal, dass bei ihm Burnout diagnostiziert wurde, aber es ist halt am einfachsten zu verstehen, wenn man das jemandem Außenstehenden sagt. Also ich, wie gesagt, ich erkenne sowas voll und ganz an. Ich glaube, das ist, das kann man auch ein Stück weit vermeiden, so, wenn man sich ein bisschen selbst reflektiert und das halt, wenn man vom Frühst besteht, 100% läuft und das dann jetzt noch mit Alkohol irgendwie versucht zu kompensieren. Ja, mit Alkohol das hauptsächlich, ja, das hilft, das stimmt, das reicht. Ja. Toxische Mischung. Das ist das Problem, die trinken zu wenig Alkohol. Ja. Ja. Aber ich habe mal eine Frage, du hast ja vorhin erzählt, du hast deine Freunde verloren. Bist du Serienmörder? Nee. Also Serienmörder sind erst ab 3 Leute. Also wenn du 3 Leute umgebracht hast, bist du Serienmörder. Kann ja sein, dass du unter dieser Ziffer liegst. Weiß ich ja nicht. Naja, ich kenne aber genug Serien, die sich auch alleine gemordet haben. Zum Beispiel Lost. Das war aber Marathon. Nee, tatsächlich habe ich, wenn ich dann irgendwie den Kontakt mit dem abbreche, dann vielleicht rufe ich den ab und zu nochmal an und sage, zahl mich aus. Gib mir mein Geld, Bitch. Ja. Auch die ganze Zeit, die ich investiert habe, die würde ich gerne ausgezahlt haben. Ja. Aber nein, in der Regel, weißt du doch selber, das geht doch ganz schnell. Dann wird einfach der Kontakt abgebrochen, weil man gemerkt hat, das ist einfach nur ein dummer Hut. Toxischer Mensch. Ja, Mann. Ja, toxische Menschen merkst du meistens auch später. Da kommen wir irgendwann mal dazu. Das würde ich gerne mal als so ein Hauptthema mal machen. Vielleicht wieder mit einem Gast. Vielleicht kannst du da auch dabei sein. Ich habe jetzt noch keine Gastplanung. Also wer demnächst kommt. Das Shang-Video müsste jetzt, glaube ich, spätestens in 7 oder 8 Tagen, ich weiß gar nicht, läuft die Frist ab von der ARD, da was einzuwerfen. Also wenn das vorbei ist, kommt dann das Video. Oder ich bringe Shang als Zweiteiler, Moment. Sorry, getrennt. Als Zweiteiler, wenn du im Urlaub bist. Komm mal auch. Ja, kann ich Montag und Donnerstag das Shang-Video raushauen. Da brauche ich nicht aufnehmen und kann mir einfach mal schön einwedeln und meinen Rechner weiter ausbauen. Weil ich bin gerade ein bisschen was dran. Ich habe jetzt auf The Gram, ich habe jetzt ein Programm, was alles richtig runterlädt. Ich verpasse keine Insta-Stories mehr. Ich habe mir auch eine Festplatte diese Woche geholt, eine riesengroße, wo das alles draufgespeichert wurde. Das kann ich dann jeden in den Anus nehmen. Hey, was hast du an den und den Tag gesagt? Ja, ist auf der Festplatte drauf. Ja, ein bisschen, es ist auch für mich, hauptsächlich habe ich es gemacht, weil es für mich leichter ist, dann einfach durchzuseppen, als immer dieses scheiß Smartphone in der Hand zu haben. Da steht dann da Zack Plus, Matthias Clemens genommen, alles reingeworfen in mein Schnittprogramm und dann seppe ich einfach durch, mache die Geschwindigkeit auf das 80-fache und fertig. Dann weiß ich, okay, ist halt leichter. So, was das betrifft. Waren wir jetzt schon fertig mit dem Maike Wiemken? Da kommen zwar noch 2 Dinge, aber ich habe schon mal weggemacht. Ich wüsste nicht. Eigentlich darfst du mit mir über sowas gar nicht reden. Ich komme mit dem Typen nicht so gut. Ja gut, dann lass mal es sein. Dann lass mal es einfach sein. Wir wollen ihn nicht. Er ist jetzt nach einem halben Jahr. Er hat jetzt mit seiner Frau Depression und dann noch seinen Kumpel verstorben. Da machen wir uns überhaupt nicht jetzt drüber lustig. Vielleicht im nächsten Video. Ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Aber das ist so einer. Es gibt einer, der erzählt so, jo krass, Mann, meine Oma ist gestern gestorben, mein Auto ist kaputt und so, aber trotzdem alles cool, so, ne? Das gibt, weißt du, so emotional stabile Menschen. Kommt er dir so vor? Ich würde mich selber auf keinen Fall so einkategorieren. Aber ihn noch viel weniger, der irgendwie bei dem ist, so wenn er auf einmal gecheatet hat, schon irgendwie was Schlimmes passiert. Okay, ich glaube, wir lassen das Thema einfach von ihm sein. Also Grüße gehen raus, alles Gute für dich, Herr Wiemken. Wir treten wieder nur in ein Hamsterloch rein. Oh, da ist Daniel Pucke, ist auch mal wieder da, der Hübsche. Guck ihn da an, wie hübsch er guckt. Richtig. Ich hoffe, dein M2 geht's gut. Von wem? Vom Pucke oder von jemand anderem? Ne, von Wiemken. Ah, Pucke hat Pucke nicht ein Selbstbauhaus? Daniel, schreib mal drunter, was hast du überhaupt? Hier, es gibt sogar einen Livestream von Daniel, wollen wir mal reingucken? Wisst ihr, was Daniel macht zurzeit? Ja, deutsche Meisterschaften, Freiwasser. Herr Pucke filmt. Wisst ihr das? Ja. Ja, los geht's.
Er ist auf jeden Fall der, der. Wollen wir disliken? Komm, komm, wir haben jetzt gedisliked. Ich warte mal, ich schreib mal. Du bist live. So. Mal gucken, ob er antwortet. Heute der, ist aber, ja, guck mal, wie schön die schwimmen können. Der Pucke, der muss doch mittlerweile auch schon Depressionen haben. Nee, Pucke zieht durch. Guck mal. Die ganzen Corona-Raves, die da ausgefallen sind. Ja, klar, das wird er auch vermissen. Denke schon. Aber ich muss auch schreiben. In der. Moment, ich kann hier nicht schreiben. So, mal gucken, ob es dann. Daniel, Grüße gehen raus. Das Dislike ist von mir. Jo, guck mal, 7. Da hat doch einer gedisliked. Hast du es gedisliked? Nein, Mann. Geil, 6 von 7. Daniel, wir haben es geschafft. Du bist unter. Ja, dein Video wurde gedewankt. Ich glaube, der hasst uns jetzt noch mehr. Ach, nein, Mann, der mag mich. Ich spüre es. Ja, wir müssen, ich will warten, ob er nochmal zurückschreibt wenigstens. Guckt euch mal das schön an. Obwohl, der liebe Daniel, der wohnt ja in Münster oder bei Münster. Du ja. Weißt ja, was man über die Leute sagt. Nee, was sagt man denn über diese Leute? Sag doch so bitte mal. Erzähl. Sie gerne mit Cousins und Brüdern kuscheln. Naja, das ist ja normal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ey? Letzte Woche waren es noch Schwestern und Cousinen, jetzt auf einmal sind schon Cousins. Ja, Junge, ey. Ah, das ist auch wie mir. Oh, scheiße, ich schaue zu viel True Crime. Ja, ich habe schon Träume davon. Es ist halt, als Mörder bist du halt so, das war wie mit Jack the Ripper. Am Anfang hat er nur angestochen. Die Oste hat er angestochen und geguckt, was passiert. Und die zweite hat er dann die Titten abgeschnitten und hat die unten reingestochen und hat die Gedärme mitgenommen. Nach Hause. Wenn du so eine Scheiße erzählst, dann frage ich mich, ob der Typ unter der letzten Show in den Kommentaren dich meinte oder mich mit absolut unwitzig. Er hat darunter geschrieben, Mani war mal lustig. Hab ich auch nicht verstanden. Also ich beabsichtige ja gar nicht lustig zu sein, aber das war richtiger Hate. Nein, was war mit Nein, der hat nur geschrieben, was ist denn mit Mani los? Der war ja mal richtig witzig. Also ja, der hat dich gelobt. Der hat gesagt, der Typ, den man nicht sieht. Ja, da weiß man ja, wen man nicht sieht. Es kann ja nur einer sein. Das würdest du im Kopf gar nicht aushalten, wenn du mich siehst, ich schwör's dir. Ich finde dich hübsch. Ja, du bist so ein Cousin, nicht, mit dem so ich kuscheln würde. Wenn man das erstmal sieht und sagt, der passt die Stimme gar nicht zum Körper. Ich glaube, ich bin so einer. Würde ich nicht sagen. Weil deine Stimme ist übelst schmal und dein... Nein, Quatsch. Nein. Ach, scheiß da drauf, was andere schreiben. Ich fand das jetzt als Kompliment. Mani hat sich mal ein bisschen mitziehen lassen. War halt. Ich fand die letzte Show auch lustig. Hast ja mitbekommen. Ich habe mal gelacht über deine Sachen. Heute habe ich auch schon gelacht. Nein, alles gut. Ich finde das so gut. Der eine ist total bekloppt und der andere ist auf seiner anderen Weise bekloppt. Das passt schon. Wir haben totale Gegensätze. Was ist das? Wir labern auch heute eine Scheiße. Komm, verzeiht uns das bitte nicht. Vielleicht findet ihr auch das toll, aber wir können dieses Scheiße-Labern-Level nicht jede Show halten. Tut mir leid, Leute. Das geht nicht immer so. Du kannst mir jetzt mal sagen, wie lange das Thema ungefähr abgeht, weil dann gehe ich eben pinkeln. Falls die Leute nicht glauben, dass ich das wirklich tue, ich bin real. 3 Minuten 50, also 1,20 sag ich dir. Alles klar, das schaffe ich. Hörst du das nebenbei? Warte, hörst du meine Knieknacksen, Alter? Das ist krass. Ich höre dein Genick gleich knacken, wenn du nicht weitermachst, du Fotze. Ja, komm mal. Hörst du das, also die Show, wenn ich es jetzt hier abspiele? Ja. Gut, Fotze. So. Ich bin Ben Bode und habe für Quarks ein Nahrungsergänzungsmittel hergestellt, das nicht nur sinnlos, sondern sogar giftig ist. Im Labor hat Christine Gitter alles vorbereitet, was ich für die Herstellung meines Nahrungsergänzungsmittels brauche. In diesen Töpfchen sind alle Vitamine und Mineralien, aus denen ich mich wild bedienen darf, ganz legal. Ich entscheide mich spontan und rein nach Gefühl für Selen und Zink. Ja, ich habe jetzt relativ willkürlich 4 Sachen ausgesucht. Jetzt darf ich mich noch bei fast allen pflanzlichen Stoffen bedienen, auch den giftigen. Nur 2 sind explizit verboten. Eine willkommene Grauzone für mein Experiment. Bei der Herstellung ist ein Mund-Nasen-Schutz. Bist du wieder da? Ich glaube, es kommt gerade. Ja, ich bin da. Ich bin so verzweifelt. Ja, auf jeden Fall kann man da auch schön 2 schöne Zutaten. Annika, schreib mal bitte drunter. Du hast ja auch so. Du kannst ja auch Leute süchtig machen. Du bist ja. Oder ist Annika nur Apothekerin, die einfach nur sagt: Hey, ja, hier, ich habe meinen Backzettel und kaufen? Oder kann Annika Sachen mischen und für uns. Ich wollte jetzt Bomben sagen. Nee, darf man ja nicht bauen. Ich meinte Drogen herstellen für uns. Drogen, Opiate, Sachen und sowas wollte ich halt. Weil wir müssen ja, ich habe nämlich bei Charles Manson mitbekommen, man muss halt die Leute süchtig machen in seiner Sekte. Weil
ich plane das ja jetzt ja, dass wir eine eigene Weltreligion werden, so. Und die muss man ja ein bisschen betäuben, damit sie dir folgen. So, komm, wir spielen mal weiter. Und Annika, du könntest mir sagen, ob Tilidin, ach Quatsch, Tilidin, das nehme ich ja so schon. Ey, hat sie mir, pass auf, bevor ich es vergesse, das, du hast mir ja rein zufällig, ist ja so eine Kapsel in ein Paket reingefallen, was du mir zugeschickt hattest. Ja, rein zufällig. Ja, ja. Hast du ja gesagt, ups, aus Versehen von meiner Mutter, sie hat, du musst das nehmen, ist aus Versehen reingefallen. Und ich habe, das war eigentlich nicht zu sehen. Es war andersrum platziert im Karton, wo ich das gepostet hatte. Mani hat mir Sachen und den Booster zugeschickt. Weißt du, du hast mir die Booster gehoben. Und Annika hat mir geschrieben, was will ich denn mit diesem Zeug? Und hat genau richtig gewusst, was es ist. Die Tablette liegt immer noch heute bei mir rum. Die wollte ich ja schon immer zurückschicken wegen deiner Mama. Weil du eine Pussy bist, Alter. Ich brauch den Scheiß nicht. Meine Mutter geht immer wieder zum Arzt und dann sagt er, aber sie dürften doch erst in 3 Wochen hier sein. Ja, ich muss auch meine ganzen Enkel und so ernähren dadurch. Ja. Nee, ich brauche das Zeug nicht, weil ich keine Schmerzen habe im Körper und keine Tumore oder noch nicht. Also besser, ich weiß es nicht. Ich hoffe doch nicht. Wie heißt nochmal der Zeug? Haribo. Nicht Aspirin, nicht Tilidin. Kukumium? Nein, Junge, wie heißt das? Was die ganzen ADS-Kinder kriegen? Schläger? Nein, Mann, ich komme gerade nicht drauf. Alter, voll den Hänger gerade. In der Show, wir sind live. Heroin. Ja, ist egal. Das Zeug, was du nimmst für Konzentrationsprobleme da. LSD, Kokain. Junge, ich bin gerade geistig behindert. Ja, mach weiter, überleg nochmal. Koffein. Adios, Koffein. Ja, nee, komm, wir machen weiter. Auf jeden Fall mixt er jetzt sein Zeug zusammen und guck mal. Denn jetzt mische ich die einzelnen Bestandteile zusammen. Dabei dosiere ich rein nach Bauchgefühl. Überdosierungen interessieren mich nicht. Du hättest jetzt pro Kapsel ungefähr 350 Milligramm. Ja. Der Tagesbedarf von dem gesunden Erwachsenen liegt ungefähr bei 100 Milligramm. Aber ist es verboten, mehr reinzutun? Verboten ist es nicht. Dann würde ich sagen, da tue ich noch ein bisschen was rein, oder? Viel hilft ja viel. Aber wird mich auch jemand daran hindern, ein so stark überdosiertes Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen? Weiter mit Vitamin A. Auch hier setze ich auf das Doppelte der Tagesdosis. Christine Gitter ist nicht wohl dabei. Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin und alles, was wir zu viel aufnehmen, speichert unser Körper. Das kann natürlich dann mit der Zeit zu Überdosierungen kommen und wenn es ganz dumm läuft, sogar zu Leberschäden. Also rein damit. Unsere erste Pille von unserem Nahrungsergänzungsmittel völlig überdosiert. Potenziell halluzinogen. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass wir das einfach so verkaufen können. Sieht medizinisch aus. Ja, und blau ist die Farbe des Vertrauens. Wir wollen ja Vertrauen erwecken. Das wäre jetzt. Also jetzt haben sie dann hier so eine Verpackung hergestellt, wie es aussehen soll, haben da draufgeschrieben, haben auch ganz groß draufgeschrieben, dass da eine giftige Pflanze drauf ist. Unsere Grundfarbe blau. Finde ich schon sehr gut. Ist auf jeden Fall gut auffällig. Neben dem Namen schreiben wir auch noch unseren giftigen Inhaltsstoff prominent auf die Verpackung. Lesbar für alle. Ein paar knackige Werbeversprechen dürfen natürlich auch auf keinem Nahrungsergänzungsmittel fehlen. Dazu schaue ich in die EU-Vorgaben. Für jedes Vitamin und Mineral sind bestimmte Gesundheitsversprechen vorformuliert, welche wir ganz offiziell auf die Verpackung schreiben dürfen. Sauer. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Das klingt doch nicht verkehrt. Oder? Wegen des hohen Vitamin-C-Anteils dürfen wir außerdem draufschreiben, trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Wir haben ja hier unsere giftige Pflanze Calea ternifolia da drauf geschrieben. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man sowas anmelden und verkaufen kann mit einer giftigen Zutat vorne auf der Verpackung. Das müsste doch irgendjemandem auffallen, der uns dann aufhält, bevor wir das ahnungslosen Leuten andrehen. Mein erstes eigenes Nahrungsergänzungsmittel ist fertig. Es ist extrem gefährlich, obwohl ich alle EU-Vorschriften eingehalten habe. Morgen will ich es ganz offiziell verkaufen. Wir haben noch einen Schritt vor uns. Wir müssen unser Nahrungsergänzungsmittel noch beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit anzeigen. Ich kann das ganz bequem von hier aus am Laptop machen. Ich muss einfach nur ein Formular ausfüllen. Darreichungsform optional, Inhaltsstoffe optional, Zusatz. Zutatenliste ist auch optional. Man muss nicht mehr angeben, was da drin ist. Jetzt unseren Namen angegeben, den Namen des Produkts und unser Etikett. Und das war's. Das kann ja nicht sein. Doch. Denn grundsätzlich ist der Produzent, also in diesem Fall wir, für die Sicherheit eines Produkts selbst verantwortlich. Beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wird es lediglich registriert. Das Amt leitet die Angaben dann an die Bundesländer weiter, denn die sind für die Überwachung zuständig.
Überprüft werden die Produkte dann lokal und stichprobenartig von den Gesundheitsämtern. So, was sagt uns das? Wir können endlich was herstellen. War der noch da? Ich will auf jeden Fall wissen von Annika, ob es Sinn machen würde, Ritalin zu supplementieren. Ah, Ritalin. Ah, Annika hat immer krasse Tipps parat. Also wenn du sowas wissen willst, die wäre es. Ja, sowas würde mich wirklich mal interessieren, weil ich brutal. Hatte mal die Aussage von so einem Medizinstudenten, Gott hab dich, ja die Sport, bekommen, dass es keinen Sinn machen würde, beziehungsweise die Wirkung, die ich davon mir hoffe, die würde nicht eintreten. Und von anderen Leuten wiederum, die ich mehr feiere, keine Sport, haben mir gesagt, dass das eigentlich ganz gut Bock macht. Und jetzt will ich eine fundierte Meinung haben, weil ich glaube, dass Annika die goldene Schweiz ist, da sie zum einen kompetent genug ist, einen Beruf auszuüben und gleichzeitig dumm genug ist, um uns zuzuhören. Okay, warte, das beende ich mit. Jürgen Hurenzon. Ja, hast du recht. Aber warte mal, ich brauche mal wieder einen dicken Shake. Ich liebe einen dicken, fetten. Das ist übrigens auch das Geile bei diesem Podcast, ich will weg von diesem Wort Show, ich finde es einfach, das weiß ich nicht, Show gibt es mir nichts. Das ist hier keine Show, das ist real. Oh, ich habe gerade T-Rex und, ja, auf jeden Fall, was mir teilweise für Leute bei uns in den Kommentaren sind oder mit denen ich auch über Instagram unregelmäßig Kontakt halte, The Gram. Und da sind wirklich Leute dabei, die leben, die Muskeln haben und leben. Ja. Und das ist doch, das ist für mich das größte Lob, dass ihr normal denkende Menschen seid. Ah, und hier geht auch fette Grüße raus an allen, mit denen ich innigen, sehr guten Kontakt habe. Ich liebe euch. Ich weiß, mit dir schreiben nur die ganzen Bastarde, mit mir die coolen Leute. Nein, und, mit mir schreiben die Leute, die uns voranbringen. Mit dir Leute, die Manier schreiben, da könnt ihr hinschreiben, da passiert nichts. Das ist, wobei ich hatte hier schon Perlen von viele Säue. Fundierte, tiefsinnige Tipps rausgegeben, Fitness-Tipps. Auch nicht für mich. Gib mir lieber mal Tipps, wie ich das ja alles vereinfacht machen kann, dass ich mehr Lebenszeit habe, du Dreckschwein. Aufgeben. Ah, du hast recht. Wir beenden jetzt und das war die letzte Show. Ich habe mir auch überlegt, wenn mal Osterabrille ist, dann machen wir dann auch so eine Show, dass wir aufhören, so übelst time to say goodbye, so übelst traurige Hunde, Katzen und die heulen und weinen. Und alle denken, haha, ist ein Prank und dann bringen wir einfach wirklich nichts mehr. Ja, Mann, das wäre witzig. Das wär wobei, du müsstest noch so eine gute Begründung bringen, dass dein Lebensabschnittsgefährte was dagegen hat und ja. Ihr jetzt zusammen Hafenrundfahrten macht auf Rodos. Ja, es muss auch richtig behindert sein und am Ende ja, bringst du keine Videos mehr. Also ich wollte das jetzt, wenn ich sagen würde, wir müssten irgendwann aufhören, würde ich das jetzt noch bis zum nächsten April durchziehen und dann das wir dann einfach sagen von heute auf morgen. Und dann geht's dann irgendwann, diese Wichser, die haben es echt am Ende nochmal richtig hart verarscht. Weißt du, diese kleinen Wichser, das war kein Osterabrüscherz, die bringen ja wirklich nichts mehr. Ah, nee, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, jetzt im Augenblick nicht. Vielleicht machen wir dann irgendwas anderes. Naja, wenn ich Sektenführer, Astronaut bin, ist halt schwierig dann noch, vielleicht aus dem Orbit was zu machen. Ja, vielleicht, aber wie findest du das mit den Nahrungsergänzungsmitteln, dass wir bald sowas auch herstellen könnten? Annika, kannst du uns helfen, dass wir unsere eigenen Supplemente herstellen? Wenn es nur ein Fake-Produkt ist. Annika, hilf uns, bitte helf uns. Da gibt es dieses eine Syndrom oder beziehungsweise diesen Effekt, ich glaube, Dunning-Kruger-Effekt, dass wenn du nicht so belesen bist, du eigentlich glaubst, du hast die Materie geblickt und umso weiter du dich einliest, umso mehr schätzt du, dass du eigentlich gar nichts weißt. Ich habe das schon öfter hier rezitiert. Hm? Ich glaube, das ist ähnlich so mit Supplementen. Ich war zum Beispiel 2016, 17, wo ich da in meiner Booster-Hochzeit war, der Meinung, ich würde mich ganz gut auskennen und hätte Ahnung von den verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, wie die zusammen harmonieren, bla bla bla. Rückwirkend betrachtet, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte meinen Kinderchemiebaukasten da und hatte da so ein bisschen rumexperimentiert. Das war einfach nur Müll. Und wenn ich jetzt gucke, was teilweise in solchen Boostern drin sind, wie Shelter oder sag mir so eine andere hier. Heroin. Ich komme gerade nicht mehr drauf, gab es noch so einen anderen Booster, der so ganz banale Inhaltsstoffe hat, wo jeder normale Mensch sagen würde, die Inhalt, also sagt einfach gar nichts aus, dieser Inhaltsstoff, aber in Kombination mit irgendwas anderem, bam, voll in die Fresse und halt auch noch auf legalem Wege. Hm. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe von Nahrungsergänzungsmittel nicht diesen tiefsinnigen Durchblick, wobei ich halt jedem raten kann, Kreatin und Omega-3 zu supplementieren. Und wenn er Veganer ist, am besten noch Fleisch dazu. Und wenn er Veganer ist, sollte er noch in einem Bundesstaat irgendwo in Amerika hinfahren, dann sich eine Waffe kaufen und in den Kopf schießen, wenn er vegan ist. Wenn du fett bist, würde ich auf jeden Fall Nikotin supplementieren. Ja,
ganz wichtig gegen das Hungergefühl, dann auch Koffein zuführen. Hey, wir könnten eigentlich schon auftreten. Wir könnten so einen Mindset-Scheiß machen, wo du die ganze Zeit Scheiße laberst, ich die ganze Zeit Scheiße und wir holen die Leute dann einfach ab auf der Bühne. Weißt du, was das Witzige ist? Also das würde funktionieren. Glaubt mir wieder keiner, ne? Wenn einer richtig fett ist, ne? Also richtig scheiße fett, mhm, oder auch schon normal fett und ja, mal drum, ja, kann ich abnehmen. Mhm. Ich würde den dazu raten, anfangen zu rauchen. Ja, und der denkt, ja, das wäre eine Farce, so, weißt du, jeder denkt von mir, das kann der Typ doch nicht ernst meinen. Und ich schwöre hiermit beim Leben meiner Oma, ich meine es ernst. Du Wichser. Fang an zu rauchen, dein Leben ist gerettet. Kennst du den Affen, der immer geraucht hat, wo sie ihn die Kippen zugeworfen haben, den sie dann entwirren mussten, der auf einen Zug dann war, das arme Schwein? So entstehen halt auch so Suchtbeziehungen. Du willst eine rauchen, dann musst du mir erstmal den Schwanz lutschen, so eine Art. Kennst du? Ja, Sucht, Rauchersucht. Ja? Also verstehe mich nicht falsch. Mittlerweile kriege ich so einen kleinen Mindset-Durchbruch. Danke, Micha. Dass ich merke, das ist eigentlich total banal, seine Hand zum Mund zu führen und so ein bisschen Rauch im Mund zu haben und den dann in die Luft zu pusten und am Ende des Monats auf dem Kontostand zu sehen, boah, ich bin so ein Hurensohn. Das fühlt sich aber so gut an, was Böses zu tun, weißt du, wenn du so am Spielplatz stehst und die Kinder gucken und du raus, das fühlt sich einfach so genial böshaft. Von diesen 20 Zigaretten am Tag fühlt das sich nur zweimal so gut an. Ja, gut, wenn du es auch on und off machst, drückst, ist ja, ich weiß, Rauchen ist scheiße, Leute, raucht nicht. Also nein, es gibt auf jeden Fall viele Situationen, wo man sagt, das ist doof. Aber wenn man in der Lage oder in der Situation ist, dass du schnell an Gewicht verlieren möchtest und bist halt einfach ein undiszipliniertes Stück Scheiße, toll, dann konsumier Kippen. Fress einfach Reis und Gemüse, fertig, und geh wirklich zum Sport. Nein, Mann, diese ganzen Gemüse- und Reis-Leute, da musst du ja gucken, wer macht das? Hat er jetzt hier gerade wirklich eine Wettkampf-Prep am Start und einen Coach, der dich begleitet und dir wirklich sagt, mit dem Hintergrund, du brauchst jetzt die und die Makros? Oder haben wir so einen kleinen Bastard, der immer gleich aussieht, frisst immer die gleiche trockene Scheiße, hat eigentlich überhaupt keine Ahnung von den Nährwerten bzw. Gesamtkalorien. Ich habe Leute erlebt, die essen den Quark pur und die sehen aus wie Müll. Und wenn du die fragst, warum die das so machen, dann sagen die, weil das gesund ist und ich das brauche für meinen Sport. Mhm. Alter, wenn du so wenig nach Sport aussiehst und dich aber so geißelst, dass du Magerquark pur frisst, scheißegal, ob es hier einer von 100 dabei ist, der das tatsächlich mag. Das ist bestimmt ein Dartspieler. Ja. Dann bist du richtig dumm. Und da sind doch diese Reis- und TK-Gemüsefresser und so. Dann hau dir lieber den scheiß Nutella-Riegel rein. Tellerriegel. Knoppersriegel, was auch immer. Und seh nach Sport aus, anstatt dass du den ganzen Tag diese monotone Dreckscheiße fährst, wo du keine Ahnung von hast, warum du das machst, weil du denkst, du musst es so machen. Ja, irgendwie denke ich jetzt an Dartspieler. Ich weiß auch nicht. Du bist ja auch mal so einer gewesen. Du hast auch mal das trockene Fleisch reingefressen. Nein. Trockene Fleisch? Nö. Hör auf, irgendwelche Sachen zu erfinden, du kleines Kleidnerschwein. Ich bin doch ein Veganer. Kein Problem. Nö. Und ich muss was trinken. Oh. Schön auf die Zähne. Ja, mir hat auch ein Dartspieler geschrieben, was ich gegen Dartspieler habe. Ich war sehr fassungslos. Also ich war echt enttäuscht, dass uns ein Dartspieler zuschaut. Und dann habe ich geschrieben, schau doch deine scheiß Formel 1. Dann hat er ein Nass-Smiley zurückgemacht. Und dann, ja, dann war das Gespräch schon beendet. Ich war echt angeekelt. Oder was ich gegen iPhone habe. Weil ich gestern hatte ich was gepostet, dass Shot on iPhone, wo ein iPhone zerschossen wird. Komischerweise, sowas triggert euch. Wenn ich sowas poste, kriege ich 5-6 Nachrichten innerhalb von einer Stunde. Da denke ich mir, was zur Hölle? Schaut ihr nicht unsere Show? Ihr wisst, was ich gegen iPhone habe? Leute, ich bin echt enttäuscht. Ihr müsst einiges nachholen. Ich werde jetzt auch nicht ausufern, weil die treuen Leute, ja, falls ihr wisst, warum ich so denke, ihr seid gute Leute. Und falls ihr nicht wisst, warum ich so denke, schämt euch, schaut die 100 Shows vorher. Wie viele Shows haben wir denn überhaupt schon? Haben wir schon 100? Oh, das ist eine interessante Frage, Alter. Leute, ich zähl mal durch, ich bin faul. Ich könnte sagen, wir müssten eigentlich schon 100 haben. Ich weiß es nicht. Hey, Jubiläum, hey, Manni, wir machen jetzt die 100. Show. Wir schreiben einfach rein, die 100. Jubiläumsshow heute. Da können wir nämlich unseren Scheiß, den wir labern am Anfang, können wir nämlich damit rechtfertigen, weißt du? Weil es ja die 100. Ausgabe. Und wenn es halt das 108. Video ist, ist doch egal, es zieht eh keine Sau mit. Guck doch einfach, wie viele Shows. Oh, Podcast du allgemein schon hochgeladen hast. Nee, Podcast kam erst viel später. Dann guck, wie viele Videos du hochgeladen hast. Und dann ziehst du pauschal 5 ab für den geistigen Rotz, den du ab und zu mal. Hallo, ASMR, Akustik-Shit mit Raumklang war legendär. Ja, das war auch witzig. Tobias Eichmann fand ich auch gut. Und dann war noch The Gammon-Dings, fand ich auch gut. Also wenn ich mal sowas drehe, ist schon gut. Also, muss ich echt mal mich loben und den Krüger-Effekt drücken lassen, weißt du?
Ja, muss ich schon mal. Auf jeden Fall, Nahrungsergänzungsmittel, Leute, schreibt uns rein. Wir müssen uns ein bisschen noch damit auseinandersetzen, weil wir dann ja sonst ja das nur abgespielt hätten. Kapseln rein in den Kopf, hilft uns. Manuel, kaufen. Oh, ich muss gerade rülpsen. Ich war kurz davor, echt hier rein zu rülpsen, weil heute die 100. Show ist. Soll ich das wirklich reinschreiben, die 100. Show? Ich, so nach 50 Minuten fängt es dann an. Wenn ich keine Themen habe, was ich, dann schreibe ich halt die 100. Final abgespacede crazy Show rein, weißt du? Und dann diesmal die Leute, die das sagen. Diesmal echt, also wirklich. Das ist eigentlich schon wieder gut. So, wir ja, hatten, das ist echt gut. Das kannst du machen. Warte, ich schreibe es mir auf. Ich schreibe es mir auf. Die 100. Show. 100. Show. Daniel Puke gedisst, muss ich auch noch reinschreiben. Das schaut doch keiner an. Warte. Pass auf, dann ist das wirklich die 100. Show. Ich bin jetzt echt in der Versuchung, das jetzt so nachzurecherchieren. Nee, ich glaube nicht. Hatte ich dir mal erzählt, da war ich in der Ausbildung und dann hattest du irgendwer mit Excel so ein schwuler Huren, so ein Scheiß. Und dann hat der uns so eine Formel genannt und dann hast du gesehen, wie viele Tage du alt bist. Und ich will gerne Scheiße gerade labern, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, genau an dem Tag war ich 10.000 Tage alt oder so. Ich versuche gerade durchzuzählen. Warte mal, hier sind 30. Ich war mal 10.000 Tage alt und du hast mir gar nicht gratuliert. Du bist ein richtiger... Ey, warte. Hier steht 107 da. Es könnte sogar auch die 100. Show wirklich sein. Also wir könnten fast hinkommen. Ah, hier seht ihr noch... Ist krank. Hier, 107 Videos. 107. Da werden wir ein paar davon ab. Könnte es schon die 100. Show heute sein. Also wir denken, es ist die 100. Ah, na gut, hier sind mal ein paar Videos, na gut, hier sind auch ein paar Videos, die ich hochgeladen habe, die ich einfach legal downgeloadet habe. Hier seht ihr unser Shang-Video. Wollen wir mal kurz ins Shang-Video reingucken? Mal zum wollt ihr das mal, komm, wir müssen mal das auch mal wieder, mal abspoilern. Warte. Ja, hier, pass auf, ich spoilere euch was vor. Weil hier hat, das ist eigentlich die geilste Stelle. Shang hört den Original-Sound. Er war ja früher mal Sänger, wisst ihr ja alle nicht, da. Moment. Mal weiterspringen. Ich denke mal, wir haben heute noch einige Themen zu besprechen. wie du es siehst, habe ich was im Internet gefunden. Willst du vorher was sagen? Also ich fand es wirklich atemberaubend. Nee, ohne Spaß, jetzt ungelogen. Man sieht, allein nur wenn man sich da zwei, drei Musikstücke von dir anhört, es ist einfach nur, ja, wenn man dich auf Instagram und Co. etwas verfolgt, es ist so richtig, ich habe dich immer als gefühlvoller Mensch aufgenommen. Auch der sehr viel Empathie hat und auch sich immer in die Leute reinversetzen will. Und mit dieser Musik ist deine Seele. Wollen wir mal abspielen? Mal ein paar Sekunden? Nicht das ja, also ich, wie gesagt, ich dachte, das Video habe ich schon längst rausgenommen. Ja, haha. Nee, noch nicht. werde ich auf jeden Fall später, ja, dafür sorgen. Aber ja, also das ist super alt. Also das ist wirklich so alt. Man sieht auch, dass ich jünger bin. Ja, nö. Ich finde, du siehst doch genauso. Außer breiter. Du bist wesentlich breiter. Ja. Aber was ich mal für ein Problem habe, was meine Vorurteile sind gegenüber Asiaten. Von Shang musste mal lachen. Ich sag ja mal Assi-Jaten. Weißt du? Ich sage das immer bewusst. Und ich habe gemerkt, er hat es mitbekommen. So, das geht gleich los. Und ich zeig's euch mal, wie er früher gesungen hat. Jung bleiben. So, komm. Ja, hoffen wir mal. Ja, komm, ich spiel mal ab. Zieht's euch rein, wahrscheinlich die letzte Aufnahme, die ihr jemals hören werdet. Und er hat's auch Kidale gehört. So geil. So ein Spassi, ne? Was denn? Da war es auch noch auf Koreanisch. Da war es noch auf Koreanisch. Genau. Da hast du noch so eine richtig starke Passage. Moment. Starke Passage? Nein, ohne Kack. Hab ich auch noch total hochgesungen. Also. Habe ich ja noch total hochgesungen. Warte mal, weiß er das? Ja, jetzt ja. Ja, er weiß ein bisschen was davon. Er weiß ein bisschen was davon. So, jetzt habt ihr ein bisschen Eindrücke. Vielleicht lade ich das einfach mal so hoch. Ja. Ja, und bei uns ist halt jetzt dieser Beitrag hier, dieser eine da, den wir uns angucken. Halt, ich kann jetzt hier zwar Bilder zeigen.
ja, dieser, ich will nicht alles vorwegnehmen, wie hieß denn das, Biohacking, das ist dieser scheiß Beitrag, der bei uns hier gefleckt ist und der uns das Problem gerade bereitet. Auf jeden Fall war echt geile Ansichten, wir hatten offene Beziehungen, wir hatten Fremdenhass, wir hatten viele lustige Scheiße und wir sind Filmbrüder, Serienbrüder, weil er schaut dieselben Serien nicht, die ich nicht schaue. Also wir schauen nur, wir sprechen uns halt ab was. So, ja, auf jeden Fall, das Video wird noch kommen. Das ist nämlich unsere 100. Show heute, gehe ich einfach mal davon aus, die Jubiläumsshow. Oh Gott, ist das scheiße, ist das schlecht geplant, aber es macht es schon wieder so gut, oder? Warum in Gottes Namen besprecht ihr über offene Beziehungen? Es weiß doch jeder, dass es nur eine mögliche Konstellation gibt in so einer offenen Beziehung. Reinhalten und abhauen? Nö, du darfst alles, sie nichts. Ah, ja, wir sind auch da. Ich kann das doch nicht alles vorspoilern. Also ich kann nur sagen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn man so eine offene Beziehung führt oder jemanden da kennenlernt, ein Pärchen oder so, dann muss man sich auch verbessern. Quasi, wenn meine Frau eine 7 ist, müsste die andere ja höher sein in der offenen Beziehung. Weißt du, ich müsste mich da quasi verbessern. Weil wenn ich mich verschlechtere, das ist scheiße. So geht das, so funktioniert das Spiel nicht im Tierreich. Der Löwe kommt und frisst. Und zum anderen, also ich würde ja behaupten, ich bin bei sehr vielen Themen open-minded. Wow, ich soll es endlich mal sagen. Hurensohn. Ja, genau. Also ich bin extremst open-minded bei manchen Themen und das ist mein Kleingeist-Thema. Das ist mein persönliches, ich bin ein kleiner Bauerntrottel-Thema. Oh, du bist aber liebevoll. Jeder, glaube ich, jeder Typ kennt das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Die es nicht kennen, hier mal in die Kommentare schreiben, da gehe ich nächstes Mal genauer drauf ein. Bam. Und das Schlüssel-Schloss-Prinzip, das reizt sich auch wirklich bis zum ultimativen Maße aus, beziehungsweise habe ich immer so getan, dass ich gesagt habe, ich darf alles, sie darf nichts. Und um meine These zu bestätigen, ich habe mit sehr, sehr vielen Frauen darüber Rücksprache gehalten, und die meisten sehen es ähnlich. Außer diese Emanzipierten und Lesben. Und die Veganer. Sehen es anders. Vergesst nicht mal die Veganer, die müssen auch mal erwähnt werden. So nicht. Tätowierte Veganer. Gepierste tätowierte Veganer. Vergesst das nicht. Ich hatte einen Vergleich, den hatte ich mit einer sehr guten Bekannten angestellt. Und den hat sie sogar verstanden. Und das ist, das habe ich ja, glaube ich, schon mal mit dir besprochen. Ich weiß es nicht. Das ist einfach allein schon aus hygienischer Sicht nicht schlimm ist, seinen Schwanz überall reinzuhalten, weil du auch jedem Trottel die Hand gibst. Hingegen ist es was sehr Intimes, wenn einer seine Finger in deinen Mund legt. Also du willst ja nicht von Fremdes, weißt du, ich meine, du willst ja nichts in deinem scheiß Mund haben eigentlich. Deinem Arsch. Und wenn du das Thema jetzt ummünzt auf Mann und Frau, dann kannst du jedem Spasti deine Hand geben, aber niemanden willst du in deinem Mund haben. Nein. Ist es auch so intim, wenn ich meine Finger in einen Menschen habe? Egal in welcher Stelle. Im Ohr, im Kopf. Ich kann mich da nicht einfühlen, im Bauch. Wie eine Frau dabei fühlt, wenn man der da unten irgendwas reinsteckt. Backerschaufe. Also angeblich ist es ja ein schönes Gefühl, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr kacke sein kann. Ah, ekelhaft, da hab ich was. Nee, warte, wo hab ich's? Nee, das ist ein Russenwitz. Ah, nee, scheiße, ich hab's nicht. Warte, wir suchen jetzt was. Da es ja die 100. Show ist, können wir uns heute mal Zeit nehmen. So, wo haben wir's denn? Ich mache einfach mal einen neuen Tab auf. Oh Gott. Und ich habe beim Erzählen selber gerade gemerkt, was ich für ein kleiner Kleingeist-Spasti bin. Aber das ist ja auch immer das gleiche Thema. Du kannst ja so krass open-minded. Ja, ich kann es nochmal sagen. Warte, soll ich es abspielen? Komm, du das kannst passt jetzt. Nein, warte kurz. Du kannst ja noch so scheiß erwachsen sein in deinem ganzen Dasein. Wenn deine Alte mit dir Schluss macht, zieht von dann und lässt sich auf den nächsten Eselreiter ein, dann bist du angepisst. Dann bist du richtig hart angepisst. Ja, klar. Und keiner sagt dann, ja, sie ist frei und kann ihre Erfahrung machen. Und, wir können ja noch Freunde bleiben. Oh, du hattest richtig guten Fick mit jemand anders und bist dabei, also bist für dich weitergekommen. Also du bist überhaupt mal gekommen. Oh, das freut mich aber für dich. Das freut mich auch für dich. Das sagt dir keiner. Schön für dich. Die sind halt alle kreuz angepisst. Boah, du Hurra, hast mit anderen gefickt. Ich würde sagen, der größte, krasseste Professor, also wirklich ein gebildeter Mensch, krass, dass ich Professoren mit gebildet gleich sehe. Doktor, Mutter. Sagen, Lehrer werden gebildet. Ah. Sogar der wäre dann angepisst, wenn seine Frau loszieht und sagt, ich habe mir erstmal einen kleinen Penis gemacht. Ja, weil du enttäuscht bist, weil du eine emotionale Schiene aufgebaut hast mit irgendeinem Menschen, der dich dann einfach, der sich ficken lässt. Ja. Und dich fickt. So, komm, apropos ficken, wir spielen was ab.
War ich noch rausgesucht. Moment. Also schon angefangen haben, so beim Rummachen, habe ich so gemerkt, irgendwie brodelt es in mir drin. Aber ich war horny und dachte, egal, lass weitermachen. Dann kam die Doggy-Stellung und es war okay, so es ging so. Aber irgendwas war nicht so ganz richtig dort unten. Dann war Missionarsstellung dran. Ich habe einfach gekackt. Da kam was raus. What the fuck, man? Warum macht man sowas ins Internet? Warum kackt man ins Internet? Die kackt ins Bett und dann kackt die mit dem Scheiß ins Internet. Was soll denn das? Was ist denn mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Was? Oh, warte, ich muss irgendwas. Ich bin gerade voll im Rage. Warte, ich muss irgendeine Lea drücken. Ich hab dich nach deiner normalen Frage. Ach so, gut, mir geht's besser. Kennst du diese Hack-Videos, wo die dann, boah, Junge, ich hab da schon oft gesehen, dass ich schon fast auswendig kann. Irgendwie Small Waist, Pretty Face, Bang oder so. Ja, wo sie immer ihren Hintern zeigen. Ja. Alter Falter. Oh, ich hasse das. Guckst du so, ja, okay. Also ist immer okay so, ne? Du kriegst jetzt nie irgendwie einen harten. Und dann zwischendrin sind immer solche Ekel-Schwabbel-Ärsche und Beinchen und dann Big Bang. Und du denkst so, boah, Junge, bist du peinlich, Alter. Ein armer Vater, der rotiert gerade im Grab wie so eine Schiffsschraube. Ja. Ja, aber wir müssen heute noch Matthias abfrühstücken. Der hat nämlich extrem viel News rausgehaschelt. Aber ich will vorher noch, dass ja die 100. Show ist, müssen wir euch aber ein bisschen lustige Sachen, komm hier. Das spielen wir noch ab. Danach fangen wir, geht die News weiter. Wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, dann schaut ihr eh den Scheiß an, weil ihr, ja, nichts erwartet. Ja, man, heute war echt viel Scheiße dabei. Er war ja direkt angeteasert, zick ihm alle. Ja, wir haben ja gesagt, das steht ja auch im Titel drin. Aber wir begrüßen die Leute nicht mit der 100. Show, das müssen wir... Naja, ihr werdet es schon merken. So, komm. Ihr werdet schon merken. Hä, Schatz, hinten beim Starbucks stand so ein komischer Typ, der meinte, wenn er mir auf den Hintern hauen darf, dann gibt er mir ein Getränk aus. Was? Da hinten, oder ja. Was? Ja. Hä, was ist das denn jetzt? Hä, war der jetzt noch da? Oh, zum Glück. Aber der haut ganz schön hart zu. Ja, hast du verstanden? Sie steht ja mit dem Getränk direkt am Anfang. Falls ihr sie nicht verstanden habt, sie steht am Anfang direkt schon mit dem Getränk da. Also der Typ hat ihr schon auf den Arsch gehauen. Das war der Witz. Fand ich gut. So, mir trennt es schon wieder hoch. Das sind diese Rich Kids, Alter, wo der dann sagt, Papa, ich will kein Twingo fahren, ich will eine G-Klasse haben. Du hast mich gar nicht lieb. Und dann kommt der Vater abends ins Schlafzimmer, drückt ihm den Mund zu, macht, shh, ich zeig dir, wie lieb ich dich hab. Und dann steht am nächsten Tag da eine G-Klasse. Ich weiß nicht, ich habe gerade nur zur Hälfte zuhören können, da ich gerade anders weit ich hier Dings. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu. Ist wieder gewichst. Ob es jetzt irgendwas Pädophiles war. Also weiß ich nicht. War es was Pädophiles? Nein, bei Münsterreiner Vater Sohn. Ach so, normal. Ah, bei normalen wäre Menschen. Der Vater vom Sohn das Herz berührt hat. Ah, das erinnert mich gerade an so ein Video, wo wir mal live, nicht live gestreamt. Wo ich dich mal gefragt habe, wie du deinen Knaben empfängst und dann, wo du dann erzählst. Weißt du noch, wo ich das zugeschickt habe mit den FBI? Die Sache, die wir nie veröffentlicht haben. Weißt du das noch? Ach, ja. Junge, eine Zeit lang war das mal als Running Gag, dass ich es gerne mit kleinen Knaben treibe. Und jedes Mal, wenn wir den Soundtrack hatten, also wir haben vor der Show immer so einen kleinen Soundtrack, wo das halt mal geklatscht wird und man das so ein bisschen einpegelt, dann mit der Stimme, dies, das. Und dann habe ich immer mich eingepegelt oder beziehungsweise geguckt, ob der Sound überhaupt beim Flexieren ankommt, indem ich erzählt habe, was ich gerne mit kleinen Knaben tue oder machen würde. Ich habe das ganze Video noch, also das sieht, haut man da nicht raus, dass du das einpegelt, dass du da was einpegelt. Ich meine nur, also wenn du in den Knast wischst, ne. Also das Krasse ist wieder, also wenn man in so einer Situation ist, wo man auf Krampf was sagen muss, dann zum Beispiel ab und zu lese ich einfach so ein Flaschenetikett vor oder sowas, ne? Seit Jahren wird dann unserer Mailbox, Alter, bombardiert mit Anfragen nach einem Zero-Zucker-Monster. Jetzt haben wir es. Nur glaub mir, es ist kein Blubberwasser. Siki Miala, was ist das für eine schwule Scheiße? Wer schreibt sowas hier drauf? Und dann habe ich halt immer, weil mir nichts anderes in den Sinn kam, erzählt, wie gerne ich es mit Knaben treiben würde. Ist so okay, ist so ein kleiner Fetisch. Jeder hat eine Macke. So eine kleine Macke hat jeder. Ja. Ja, und wer uns schaut, hat auch eine. Und wer es nicht versteht, der hat halt auch eine. Ja, lasst uns in Ruhe, ihr Knabenlover 69. Ja, okay. Genauso wie wenn du durch einen Einkaufsmarkt läufst und einfach nur wild umher schreist, Hurensohn, du Hurensohn. Ich meine nicht sie, aber jetzt sie auch das eigentlich. Warte mal, jetzt können wir gar nicht das Matthias-Thema machen, das kommt jetzt viel zu weit hin. Und? Komm, wir machen auch irgendwas, ich weiß nicht, was machen wir denn? Sonne gay. Oh nein, hau bloß ab. Ich guck mal, was ich noch habe.
Ein bisschen Gurky hat man noch. Oh ja, wir haben noch schätzungsweise 1,56 Milliarden Einwegmasken aus Kunststoff gelangten im Jahr 2020 in unsere Ozeane. Tut mir leid, das war jetzt echt nicht. Das war während des Satzes. Ja, und das verstehe ich wieder nicht, Alter. Wie Guck kann mal, das denn sein, dass ich meine scheiß Maske in den Ofen werfe und die kommt dann im Ozean? Naja, weil die einfach, das Schiff geht unter, weil die Wale, die rammen das Schiff, das geht dadurch unter, weil sie ihre Nahrungsmittel dadurch kriegen. Und das siehst du doch, der hat nicht umsonst Masken im Bauch. Ja. Ach genau, Junge, du hast mir die Tage eine Voice-Nachricht-Geschichte, dass ich richtig empört, dass so ein Hurensohn seine Maske im Auto auf hatte. Ja, gestern. Ohne Scheiß, das ist so krass. Ich sehe es auch nur noch, ne? Ich war schockiert. Ich habe neulich ein kleines Kind gesehen, das ist so durch so ein Waldgebiet spaziert und hat eine Maske auf. Ja, und die werfen sie dann natürlich auch dahin. 1,5 Stunden vorbei, komm, ja. Das landet eh im Meer, auf den Bergen. Das landet eh im Meer. Es ist egal, wo du es hinwirfst, es landet im Meer. Weil die Wale holen sich das. Und wenn sie nachts kommen und das Zeug vom Land klauen, die haben Hunger. Ja, aber ohne Scheiß, ich glaube, das ist so Next-Level-Shit. Ich werde in Zukunft die Leute auf der Straße ansprechen, ob die geistig behindert sind. Was soll die Kacke mit der Maske im Wald? Die haben einfach Angst vor dem Mörder. Ja, komm, scheiße. Ja. Komm, ja. Was haben wir denn noch? Ich überlege gerade, es wird heute alles... Daniel haben wir noch. Oh ja, wir haben noch die gute Antonia. Das kommt, das ist sexy. Antonia ist sexy. Komm, wir spielen mal. Übrigens, eine Sache euch mal zeigen. Man sieht das jetzt im Licht hier nicht so sehr, wie ich das sehe. Aber seht ihr das? Auch ich habe Dehnungsstreifen. Auch ich habe Zellulite. ja, geil. Man sieht das in Real Life noch mehr, als ich das jetzt sehe. Ja, gefällt mir. Ja, aber ich, ganz ehrlich, findest du, Dehnungsstreifen sind ein optisches Makel? Nein. Also absolut nicht, Alter. Ich habe meinen Körper jetzt übersät von den Streifen. Ich finde das bei Frauen geil, wenn du dann deine Eichel draufhaust und dann denkst, ja, verreib mich. So, fertig. Gut aus. Und also Zellulite ist für mich echt so ein krasses No-Go. Das kommt halt hart drauf an, wo du es hast, ne? Also, oder wie stark es ausgeprägt ist. Ich würde dir es niemals sagen, wenn du da so eine kleine Delle im inneren Oberschenkel hast, du bist ein hässlicher Bastard. Aber wenn du so eine Dreckskiste hast, bah, also dann schäm dich, dann mach irgendwas dagegen. Nee, das ist ein jetzt Bindegewebe. Und Gott hat mich selig, ich habe schon wirklich Frauen erlebt mit einem, in Anführungsstrichen, weichen Bindegewebe. Ich glaube, das habe ich schon mal hier erzählt. Das werden die sein, wenn die da irgendwann so einen kleinen Bastard mal ausbrüten müssen, warum auch immer. Danke, Jesus, dass noch nicht passiert ist, danke. Wird bald passieren. Dann ist vorbei, Alter, dann ist einfach mal scheiße vorbei. Denn du bist dann der menschliche Kokon und das, was aus dir schlüpft, hinterlässt dich als Müll. Schockierend. Deswegen, krass, jetzt siehst du nur noch Frauen als, wie heißt das nochmal, das Pokémon Sofran oder so, ne? Was? Welches? Ja, das die Weiterentwicklung von Raupi. Saftkorn. Jede Saftkorn, Alter. Jede scheiß Frau ist eigentlich so ein Saftkorn. Ah, die wird dann zum Bibor. Sobald sie schwanger war, wird sie zum Bibor, zu so einem riesen Insekt, was sich nur noch sticht. Die kann dir keinen. Vor allem das Lustige ist ja, das passt ja auch, weil Bibor hat keine Hände mehr. Das hat nur so Stacheln als Hände. Ja, und Sex gibt's dann ja auch nicht mehr, sobald der Bastard da ist. Pokémon ist uns einiger Zeit voraus. Nee, ja, du guckst dann halt einfach nur gucken und dann so gucken und der Mutterkuchen kann reden. Und putzen. Boah, ich muss schon wieder abtrennen. Scheiße, Alter, trockene. Ich brauch mehr Schwanz. So, komm, wir hatten ja, du hast ja Kinderwunsch, habe ich ja mitbekommen jetzt aus deinem Gespräch. Wir du können, kleiner, dreckiger jetzt sei doch mal das ruhig. Das ist das einzige Thema, was sensibel für mich ist, weil du nicht... Ja, das, deswegen muss ich erst mal sagen... Was geht sich das an? So, und deswegen, jeder weiß, dass du Kinder liebst. So, komm. Jeder weiß ganz genau, ehrlich dass du ein kleiner Ossi so einer bist, der einmal irgendwo schief einfach reinhält und direkt die eine... Ich laufe jetzt einfach so mitten in... Nein, pass auf, du musst das jetzt mitkriegen. Ich wollte dich ja gar nicht dissen damit. Das war ja... Ach komm, halt dein Maul. Jetzt lass es so stehen. Komm, guck das erstmal an. Ehrlich gesagt, finde ich Kinder total dumm. Ich laufe jetzt einfach so mitten über die Straße. Okay. So, das war eigentlich der Witz. Aber du hast ja wieder, du hast wieder persönlich genommen, du kleines Dreckvieh. So, jetzt muss ich. Ich lasse es jetzt so drin, warte. Ich muss irgendwas gucken. Oh. Haben wir Manuel Kleitner Worte geistig behindert geschlagen? Nee, habe ich nicht. Müsste ich mal zusammen. Aber wisst ihr, ich hätte jetzt hier die Treppenfrau, die stürzt, aber das ist so lang, das Video. Wollen wir die Treppenfrau, die stürzt, als Meme machen? Komm, wir machen mal die Treppenfrau. So haben wir jetzt mal 20 Sekunden Ruhe. Oh,
Aua, das tat weh. So, so, Manja. Geht's dir wieder besser? Konntest du dich klimatisieren? Ey, die Show ist aber heute verwurrt, weißt du das? Irgendwie finde ich da Gefallen dran. Ja, es ist wirklich so ein bisschen verwuschelt, aber ich kann damit auch ganz gut leben gerade. Ich glaube, wenn ich es mir noch her anschaue, lache ich. Also bei meinen Passagen, bei deinen jetzt nicht, aber bei meinen. Nein, ich weiß, was du meinst. Ja, es geht dir ja genauso bei mir. Ja, also ich sah das rund und cool, ja. Ich kann Matthias jetzt nicht mehr bringen, also müssen wir halt, lass mal halt so sein. Ja, ich muss dir sagen, ich hasse Kinder. Kinder ist was ganz Komisches. Ich könnte mal eine Sondershow mir mit dir vorstellen, wo man wirklich dann Vor- und Nachteile von Kindern kommuniziert. Ich habe nämlich immer so eine interne Auflistung, die ich jemandem mache, der mir erzählt, er erwartet bald ein Kind. Denn dieses Klassenfahrt, Fahrradfahren, Führerschein, Yu-Gi-Oh!-Karten, irgendwas kaputt gemacht, weißt du, da wo ich sowas aufzähle. Und ich hatte neulich noch einen ganz geilen Punkt, der dazugekommen ist, wo man sich dachte, alter Schwede, das willst du für diesen Bastard einfach niemals ausgeben. Ah, was war das denn? Ah, allein schon dieses, ich brauche wieder neue Schuhe und das Fahrrad ist wieder zu klein geworden und alter Schwede. Oh, aber es war irgend sowas, was man gar nicht auf dem Schirm hat, was man dann ständig neu kaufen muss und sich einfach nur denkt, das ist nicht der Scheiß ernst, Mann. Ich weiß, was du meinst, aber ich hätte auch keinen Bock drauf. Ich habe gar keinen Bock auf das Thema, weil mich nervt sowieso alles zurzeit. So. Lass mal einfach so stehen. Nee, ich habe nichts gegen Kinder. Ich habe keine Kinder, aber... Ich habe ja einen Neffen und eine Nichte und ja, ich krieg das halt immer mit. Ist cool, wenn sie mal da sind, aber es ist schön, wenn sie wieder weg sind. So fühle ich das. Ja, Mann. Ist, wenn ich zu meiner besten Kumpeline fahre, ist es genauso. Die Kinder sind da, ja, nervt mich nicht. Ich mache es ja eigentlich nur, um einen Hund zu sehen. Weil, weißt du, das ist ein Border Collie, Border-Hündin Collie. Die werden nicht alt, kann das sein? Ja, die ist jetzt schon 10, müsste jetzt sein, aber du merkst halt, dass er schon ein bisschen rumschwächelt, leider. Und ich habe diesen Hund halt kennengelernt, als er kleiner Welpe war. Und der hätte überall rumgekotzt und war halt immer knuffig. Und das ist für mich halt einfach, ja, wenn ich jetzt dahin komme, der Hund begrüßt mich, das ist einfach die Nummer 1. Wenn der Hund nicht da ist, fahre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hin. So. Ja, das ist wahrscheinlich so. Das ist die Freundschaft basiert nur auf den Hund. Ich hatte neulich mit so einem Fetzer gesprochen, der hat auch so einen Border Collie und dann musste mit dem zum Tierarzt fahren, weil der jetzt die Gelenke schlapp machen. Ja, ist meistens so. Und dann habe ich ihm erst gefragt, ob sein Hund so fett ist wie er selbst. Und dann hat er, nee, der ist nur furchtbar alt. Der ist schon 10 oder 8. 8 oder 10. Nicht, also mein Hund, der ist 18 geworden. Und da habe ich gesagt, ich habe den immer gepflegt. Ja. Ich pflege meine Sachen. Das hat er nicht verstanden. Ja, da steckst du halt, was die halt haben, nicht drin. Vor allem ist ja alles fast überzüchtet. Und die Chihuahuas? Die haben das immer gut geputzt. Ja, die Zähne. Der war nie dreckig und dann ist er alt geworden. Ja, genau. Aber die Chihuahua, werden ja auch übel alt. Wisst ihr, was auch noch? Sinn, so ein Rattenherz kann doch nicht ewig schlagen. Anscheinend schon. Komm, wir spielen mal ein bisschen was ab von Russen. Wir mögen doch Russen. Komm, hier, komm. Als Russin muss ich immer öfter lächeln, weil wenn ich nichts mit meinem Gesicht mache, sehe ich so aus, als würde ich dich gleich schlagen oder ausrauben oder beides. Das stimmt, Alter. Krass. Ja, Russinnen sehen wirklich so aus. Das ist ja krass, Mann. Ja, komm, ich muss es nochmal... Hattest du mal was mit einer Russin? Nö. Warte, wir das nochmal. Als Russin muss ich immer öfter lächeln, weil wenn ich nichts mit meinem Gesicht mache, sehe ich so aus, als würde ich dich gleich schlagen oder ausrauben. Also ich hatte früher viele Russen-Freunde und die, also Typen, und die sahen halt, ja, nicht so aus. Aber bei Mädels war es ja, stimmt. Aber da muss man erstmal drauf aufmerksam gemacht werden, dass, ja... Die machen mir Angst, die russischen Frauen. Ja, aber das stimmt schon. Und bei Polen ist das teilweise genauso. Ja, die sind alle kriminell. Eine andere Fraktion, wo das so abläuft. Ja, alles außer Deutsche sind Kriminelle. Das wissen wir doch. Wir haben doch immer Vorurteile. Weißt du doch. Aber das fand ich gut. Vor allem, dass sie sich so lustig über sich selber machen. Die haben ja recht. Die haben ja alle recht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Daniel bringen kann, noch 5 Tricks, wie du in 8 Wochen 3 Jahre jünger werden kannst. Weiß ich nicht. Daniel, willst du das? Ah, nee, die Show ist heute verhurt. Ich möchte nicht. Ich möchte nichts mehr. Ich möchte einfach damit abschließen. Schreibt mal, ihr könnt ja gerne heute mal reinschreiben, ob es gut ist, dass Manja die Show heute schön gecrashed hat. Aber hat sie ja eigentlich nicht gecrashed? Das ist ja die 100. Jubiläumsshow. Ja. Ja, Leute. Was erwartet ihr von euch? Aber das sei mir, fehlt heute auch dieser geistige Bullshit, wo die Leute den Mehrwert rausziehen können. Ah, wo du so, wir bringen jetzt seit 100 Shows, bringen wir jetzt halt Sachen und wir beschäftigen uns jetzt mit den Themen und die glauben uns das halt, dass wir auch mal nicht kernbehindert sind. Ja, wir haben euch nur verarscht, Leute. Heute ist auch der 1. April, das war unsere letzte Show. Nein. Ich weiß, was du meinst. Wir wären bei 1 Stunde 14 heute oder 1 Stunde 10. Ja. Wollen wir es einfach mal ausklingen lassen jetzt?
Lass uns das ausklingen, du gehst eine Runde pennen, ich hole mir noch einen runter und guck dann, was man aus so einem schönen Samstag noch anfangen kann, wenn man nicht eine halbe Stunde länger das noch ins Endlose zieht. Na gut, ich habe auch verschlafen heute. Das hat man wahrscheinlich am Anfang auch gemerkt, deswegen. Man hat gemerkt. Ja, ein bisschen hat man es gemerkt. Ja gut, ich konnte jetzt nicht noch Matthias Clemens seine Sachen reinpacken. Das wär halt nicht gerecht gewesen. Aber es muss ja auch mal solche Shows geben. Ja, ja. Denn wir sind geistig behindert. Habe ich dieses Meme noch? Ja, warte. Wir sind ja eigentlich behindert. Ja, wir sind richtig behindert. Ja, erzähl noch. Ja, ich bin nackt. Auf meiner Schwipschwapp steht unter den Einwegpfand 25 Cent eiskalt genießen. Die schreiben mir vor, wie ich das zu trinken habe. Alter, ruf da jetzt an. Alter, das kann einfach gar nicht sein. Kennst du den Ice Cream Killer? Nee. Der hat Leute ermordet. Das war übel geil. Frozen Killer, irgendwie so hieß der. Der hat Leute ermordet und ist dann mit seinem Eismobil rumgefahren und hat die Leichen unter seinem Eis gehabt und hat dann an den Kindern das Eis verkauft. Geil, oder? Ja. Finde ich gut. Scheiße. Ich könnte allein schon gar kein Mörder sein, weil ich so einer bin, der, wenn er eine tote Ratte in der Ecke sieht, dann sag ich so, Oh mein Gott. Also ich renne da nicht weg, ja. Aber ich denke mir, Aber eine Ratte hat doch eine Seele, was ein Mensch jetzt nicht hat. Ja. Weißt also du? Wenn ich die dann in den Mülleimer werfe, dann versuche ich immer so eine lange Kehrschaufel zu nehmen, so. Ja, aber... Ja, nee, wir wollen jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich habe mitbekommen, dass viele Leute, wenn ich denen so die Geschichten erzähle, was da früher ermordet und wie gemordet wurde, sie ziemlich sagen, ich bin ein kranker Mensch, dass ich mir sowas anhöre. Ich so, nein, das ist sehr interessant. Ja. Und sie sind abgeekelt von dem Thema. Ich habe gesagt, du guckst ja Pickel-Ausdruck-Videos an und ich höre mir halt jetzt zur Zeit gerne mal sowas an. Ja. So, wie die Fälle aufgeklärt werden. Gibt schon geile Scheiße. Junge, ich bin noch voll hängen geblieben auf Shuffle-Videos. Oder nein, auf noch was? Viel besser. Michael, also Shuffle-Videos waren erst so und dann bin ich jetzt umgeswitcht zu Michael Jackson-Videos. Echt? Dann geht die Blecher? Ja, aber nicht hier so, so krasse Nachahmer, so, ne? Sondern wirklich solche Nobodies, die irgendwo in so einem Keller und so ein bisschen moonwalken und so. Das sieht echt ganz geil aus, muss ich sagen. Warte mal, haben wir vielleicht noch irgendwas Cooles? Ach ja, komm, wir machen noch eine Minute länger für euch. Wir lieben euch. Ich will mir das selber auch aneignen und will dann zwischen meinen Satzpausen so Moonwalks machen. Bam, 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 bam. Weißt du? Du gefällst mir, warum bist du nicht immer so? Da könnte man sogar einen Podcast machen, weißt du, weil wir einfach sinnlose Scheiße erzählen. Komm, die ganzen Videos rausschmeißen, die ganze Zeit nur Müll erzählen. Ja, aber das würde ich ja viel lieber machen, obwohl du brauchst halt immer mal so ein Aufhängervideo. Und ja. Das kann man mit dir wiederum nicht machen, weil dir fehlt einfach der Horizont, weil du halt in deinem Osten nicht mal Bananen kennst. Das stimmt. Wir haben letzte Woche Chiquitas bekommen und da waren Spinnenmonster drin. Bananenspinnen. Seitdem kaufe ich keine Digimon-Karten mehr, weil ich jetzt Angst habe, die digitieren und fusionieren dann in meinen Cornflakes. So. Digimon-Karten war noch der letzte Müll, Alter. Gab's das überhaupt, Digimon-Karten? Ja, Mann. Ah, ich weiß nicht, ich hole jetzt schon wieder zu weit aus. Komm, ich will jetzt immer sagen, wie es mich, für mich ist, ist es. Guck dir jetzt das Video an und du sagst mir, ob es so stimmt. Fühlt sich so an, oder? Ja, Mann. Ich bekomme so oft solche Kartons, wo einfach nichts drin ist. Außer Papier und... Ja, ich kann es ja auch verstehen. Die werden auch nur abgezockt, die armen Amazon-Schweine. Ich muss gleich erstmal zu meiner Mutter fahren. Die hat auch wieder ein paar Zalando-Amazon-Pakete für mich angenommen. Der Prime Day hat mich verarscht. Aber wir hätten noch ein paar gute Videos hier, wenn du... Oder wollen wir für die nächste Show? Ach, nimmst du die nächste Show. Wir gehen jetzt noch eine rauchen. Ja, ich habe keine Kippen mehr. Ich nicht gecheckt haben. Ich rauche eigentlich nicht, bin nur auf Diät. Ich muss aber nochmal kurz aufs Klo, Mann. Ja. Ich hole mir noch schnell eine Kippe und dann kann man ja nochmal gerne talken. So, Leute, ihr könnt ja... Ach so. Ja, ich moderiere jetzt einfach ab. Kennst du doch. So, Leute, das war unsere 100. Jubiläumsshow. Das fühlt sich übelst schlecht an, das so zu sagen, weil ich bin, glaube, unvorbereitet. Vorbereitet ist schon wieder geil. Akkoniert uns, bleibt uns treu, fangt den Wagen, der die Treppe runterstürzt, immer auf. Ihr wisst ja, Kinder sind ein... Mani, was willst du den Satz beenden? Kinder sind ein... Ein sinnloses Gut. Okay, wir sind raus. Macht's gut. Danke fürs Schauen. Bis dahin, tschüss.